dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebe Tets. Ich bin die Nicole und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Und ja, zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr auch die letzten 14 Tage mir die Treue gehalten habt und dass auch noch neue Leute auf unserem Kanal dazugekommen sind. Das finde ich besonders toll. Ich glaube, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich jeden einzelnen Abonnenten feiere. Ja, und es macht einfach total viel Spaß, dem Kanal beim Wachsen zuzusehen und mit euch zu kommunizieren. Ich habe auch Anfragen bekommen, was ist los mit dir, warum kommen keine neuen Videos? Ihr habt ja wahrscheinlich festgestellt, 14 Tage war es jetzt hier ruhig auf dem Kanal. Ich war leider krank, ich hatte massive Probleme mit meiner Stimme und deshalb macht es ja auch wenig Sinn, ein Video zu drehen. Da ich immer noch Schwierigkeiten habe, lutsche ich gerade am Bonbon und ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, für etwaige Schmatz- oder Klappergeräusche in meinem Mund. Aber ohne den Bonbon ist es gerade noch nicht möglich, Videos zu drehen. Ich möchte euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben gestern ganz tolle Neuigkeiten bekommen von Produkten, die schon gleich morgen online gehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich schnell ein Video und zeige es euch mal. Also ich habe es auch hier nochmal aufgeschrieben. Alle im Folgenden gezeigten Produkte erscheinen am 1. November um 8 Uhr auf unserer Website. 8 Uhr deshalb, weil wir die Zeitumstellung hatten. Und wenn du was haben möchtest, dann sei am besten sehr, sehr schnell schon um 8 Uhr da, reihe dich in die Warteschleife ein, hau deine Bestellung raus und dann hast du deine Sachen. Ich vermute ganz einfach, dass die Sachen sehr schnell weg sein werden, weil Sensi momentan so einen massiven Boom hat. Damit konnte wirklich kein Mensch rechnen. Ihr räumt uns regelrecht die Lager leer und ja, das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Also Duftproduktionen laufen auf Hochtouren, damit wir immer wieder Nachschub bekommen. Aber es dauert halt einfach immer ein bisschen. Und ja, ihr seid aber so geduldig und das finde ich so klasse an euch. Und ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir alle Wünsche von euch erfüllen können und ihr auch bis Weihnachten. Also ich rate es euch wirklich, schaut, dass ihr eure Weihnachtsgeschenke schon frühzeitig einkauft, wenn ihr was von Sensi kaufen wollt. Es wird in der Vorweihnachtszeit bestimmt nicht besser werden mit den Lagerbeständen. Und lass dir am besten noch heute deinen persönlichen Partylink von mir erstellen und sammle 90 Tage lang für tolle Prämien. Wie gerade schon gesagt, kauft Weihnachtsgeschenke ein, macht anderen eine Freude, kauft für euch selber ein, ladet Freunde ein, über euren Link zu bestellen und dann dürft ihr euch tolle Prämien aussuchen. Da gibt es auch ein extra Video auf meinem Kanal dazu, das werde ich euch unten in der Infobox verlinken und dann schaut ihr da einfach mal drauf. So, jetzt will ich aber gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern euch gleich mal zeigen, was es denn Tolles Neues gibt. Und zwar haben wir eine neue Duftlampe. Dieses Motiv war letztes Jahr in der limitierten Duftlampe. Diese Schneekugel, der eine oder andere wird sich da noch dran erinnern. Da waren diese Schneemänner innen drin als Motiv. Und dieses Jahr haben wir diese Schneemänner als einzelne Duftlampe. Ich glaube, sie hat ungefähr eine Höhe von 27 cm, also es ist schon eine stattliche Größe und sie wird 85 Euro kosten. Ich glaube fast, dass es ein paar Cent weniger sind, eben wegen dieser 16% Mehrwertsteuer. Aber ich finde sie einfach total schnuckelig. Hier habe ich es jetzt noch einmal ohne den Hintergrund, damit ihr da nicht abgelenkt werdet vom Hintergrund. Ihr seht auch hier ist quasi der Deckel, das ist eine Elementduftlampe ohne Licht und die hat hinten und im Deckel von dem großen Schneemann Löcher, damit der Duft rauskommen kann. Und hier seht ihr jetzt, wie es aussieht, wenn der Deckel herunten ist. Also es ist wirklich ein richtig großes Schälchen
Und ja, ich finde es einfach so süß, wie sich die drei Schneemänner umarmen und lieb haben. Wie gesagt, seid schnell, es wird schnell vergriffen sein. Dann haben wir noch ganz neu im Programm, auch ab morgen 8 Uhr in der Früh, eine neue Duftkollektion. Und zwar heißt die Home for the Holidays. Also das sind so richtig schöne weihnachtliche, kurige Düfte, um sich's daheim in der Weihnachtszeit gemütlich zu machen. Ja, wir werden ja eh die Möglichkeit haben, uns viel gemütlich machen zu Hause. Und ja, warum soll es dann nicht auch gut duften? Und auf die einzelnen Düfte gehe ich jetzt einmal ein. Da haben wir den Duft Pretty in Plaid. Wacholderbeeren prallen auf minzig frischem Wintergrün, festlicher Kiefer und hellen Preiselbeeren. Also ich kann mir vorstellen, dass das so richtig schöner, preiselbeeriger Duft ist, so wenn in die Cranberry-Waldrichtung. Also so eine fruchtig, würzige Waldrichtung. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Duft zu riechen. Mich sprechen eigentlich alle ganz gut an. Und ich vermute, dass der ein oder andere auch wieder in mein Abo wandert. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wohin vor lauter Düften. Ich möchte es aber auch nicht rausnehmen aus dem Abo, weil es gibt einfach Düfte, auf die möchte ich nicht mehr verzichten, auch wenn ich sie nicht jeden Tag anhabe, ne? Dann haben wir hier einen Duft, den durfte ich schon riechen. Und zwar heißt der Snow-Kissed Cranberry. Gefrorene rosa Preiselbeeren wandern durch frisch gefallenes Pulver, weißen Balsamtannen und glitzernde gezuckerte Wälder. Also was Waldiges habe ich da jetzt nicht rausgerochen aus dem Duft, sondern eher so diese Preiselbeere, süß und frisch zugleich. Also das ist so richtig angenehmer Duft. Wer so Preiselbeerdüfte sehr gern mag, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ich finde, dass so, nee, was Waldiges kommt nicht raus, aber ich glaube, da ist eher das Gezuckerte damit gemeint. Also es ist so richtig schöner, süßer Preiselbeerduft, der auf jeden Fall ins Abo wandert. Also das steht schon fest, dadurch, dass ich den schon mal riechen durfte, ist auf jeden Fall klar, dass der in mein Abo wandert. Dann haben wir den Duft Marshmallow Mint Cocoa. Ich vermute einfach jetzt schon alleine vom Lesen des Namens her, dass das sowas in der Art ist wie After Eight, so ein bisschen in die Richtung. Und der wird folgendermaßen beschrieben: Machen Sie es sich mit einem Becher heißer Schokolade gemütlich, während luftiger Marshmallow und Pfefferminz über einer reichen Schicht cremigen Kakaos schweben. Oh, der hört sich doch toll an, oder? Also, das ist so richtig ein Duft. Der macht so richtig Lust auf die Weihnachtszeit mit warmen Kakao vorm warmen Feuer und draußen schneit es. Also ich hoffe, es schneit, ne? Aber es ist so diese Weihnachtsvorstellung, die man einfach hat, denke ich, untermalt der Duft ganz gut. Dann haben wir noch den Duft Salted Caramel Toffee. Also das ist, denke ich, so ein richtiger Weihnachtsbäckerei-Duft. Alle, die es gern haben, so wie wenn es zu Hause riecht, wie wenn gerade eben frische Plätzchen gebacken worden sind. Ich denke, für die ist das der richtige Duft. Und er wird beschrieben, der süße Duft von gesalzenem Karamell hebt geschmolzenen Toffee und Karamellbonbon auf eine neue Ebene des Genusses. Holla die Waldfee, kann ich da bloß sagen. Also der hört sich wirklich spitzenmäßig an. Mich würde mal interessieren, was ihr so zu den Düften sagt. Schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Und vor allen Dingen, wenn ihr sie dann auch zu Hause habt, wie ihr sie findet. Also da bin ich wirklich immer sehr neugierig, wie euch unsere Produkte gefallen. Und ja, bin gespannt, was ihr sagt. Einen haben wir noch. Das ist der Crimson Berry Christmas. Und das ist beruhigende kaminrote Beeren, betonen die Aufregung des Weihnachtsmorgens mit einem Hauch von süßem Zimt, der den knackigen Schneeapfel erwärmt. Also ich vermute mal, dass der wenigstens so in die Bratapfelrichtung geht. Und ja, bin auch auf den wahnsinnig gespannt. Das Set, also wie ihr seht, es sind fünf Düfte. Diese fünf Düfte kommen immer im Set, also die kann man nicht einzeln bestellen. Einzeln kann man sie nur in einem Club-Abo hinzufügen. Und das Set kostet 35 Euro zuzüglich Versandkosten. Und dann haben wir noch ein super tolles Angebot, wie ich finde. Ihr könnt euch einen Duftventilator aussuchen. Also
immer einen Duftventilator auf jeden Fall ohne Licht. Da haben wir ja drei verschiedene Motive. Und ich habe jetzt mal einen hier, das ist der für die Wandsteckdose. Da könnt ihr ja auch, wenn ihr jetzt andere Steckdosen habt, das drehen, dass es so passt für eure Steckdose. Dann haben wir hier einen Ventilator drinnen und eine Packung Ports, kann ich euch sagen. Ist immer gratis dazu, aber es ist hier nicht die freie Auswahl, sondern es gibt vier bestimmte Düfte. Und da könnt ihr dann einen oder maximal zwei Ports reingeben. Macht es einfach zu. Dann steckt das in die Wandsteckdose und schaltet es an. Und dann duftet es nach dem Duft, den ihr gern haben möchtet. Ihr könnt aber auch bloß einen verwenden und habt dann mit einem 120 Stunden Duft. Und wie genau sich diese Sets zusammensetzen, zeige ich euch gleich. Und zwar habt ihr ab dem 1. November um 8 Uhr die Möglichkeit, Folgendes zu bestellen. Allerdings nur solange der Vorrat reicht. Also das möchte ich nochmal extra betonen. Uns werden die Produkte aktuell aus den Händen gerissen. Seid da wirklich schnell, wenn ihr was haben wollt. Ihr seht hier, dass wir drei verschiedene Duftventilatoren haben, die drei verschiedenen Ausführungen. Da dürft ihr euch einen aussuchen davon. Die kosten ja in der Regel 35 Euro. Und jetzt in diesem Angebot dürft ihr euch einen Pott für 14,25 € gratis dazu aussuchen. Und da gibt es eben vier verschiedene Düfte zur Auswahl. Da haben wir einmal Fiesta Lime, lebenslustige Limette, Zitronengras und Ingwer schmeißen die ultimative Nachbarschaftsparty. Das ist der Duft, den habe ich da. Den habe ich auch als Wachs. Also das sind Düfte aus der Sommerkollektion, die noch wahrscheinlich übrig geblieben sind. Und ja, also Ingwer rieche ich da überhaupt nicht raus. Aber so dieses Limette und Zitronengras, und das ist einfach so ein richtig toller Duft. Ja, wie gesagt, als Wachs habe ich ihn dann im Abo drinnen und ich möchte ihn echt nicht mehr missen, weil er so richtig schön sommerlich, leicht, fruchtig, zitrisch ist. Und das ist einfach ein ganzer toller Duft. Dann könnt ihr euch noch aussuchen, Hibiskus Water. Apfel und Hibiskus tollen in einer wohltuenden Mineralwasserquelle herum. Den Duft habe ich nicht gerochen. Der ist nicht so meine Geschmacksrichtung, weil er halt eher so in die blumige Richtung geht. Aber ich denke, das ist für alle, die es sehr gern blumig haben, ein ganz toller Duft. Und der ist hier noch aus der Muttertagskollektion. Und zwar heißt der Picked for You. Verführerische Lychee-Blüten und Honigmelone tanzen mit weißem Amber den Walzer. Also er geht auch eher so ein bisschen in die blumige Richtung, aber man riecht schon auch diese Melone, das Frische von der Melone und dann der Amber. Das ist so ein ganz, ganz leichter männlicher Touch, aber wirklich sehr angenehm. Also ich kann mal den auch gut vorstellen, dass ich ihn verwende, weil ich bin ja nicht so der blumige Typ, aber ich finde doch eher, dass dieses Männliche von dem Amber und dieses leichte Honigmelone in dem Duft auf jeden Fall überwiegt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch einen sehr, sehr guten Duft auch. Pineapple and Fuego. Ananasnektar und Zuckerrohr werden mit einer Brise Sriracha. Sriracha, ich habe keine Ahnung, angeheizt. Das ist jetzt der Duft, den ich vorhin schon ausgepackt habe. Und es ist so richtig schöner. Also, das riecht wie so ein Ananas-Cocktail. Jetzt nicht wie Pina Colada, sondern ja, mit Ananassaft, Zuckerrohr und dann noch irgend so. Ich denke, das ist das, ist was Alkoholisches. Was soll was Alkoholisches darstellen? Also, es ist so ein richtiger, schöner, sommerlicher, ananassiger Cocktail. Also, halt auch so richtig schön für den Sommer. Aber die Düfte kann man natürlich auch jetzt verwenden, weil ab und an, ja, gelüstet es uns dann trotzdem mal nach etwas Frischem. Ja, das war's jetzt für heute von mir. Ich hoffe, euch gefallen die Produkte und ich hoffe wirklich, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass ihr die Produkte auch bekommt, die ihr gerne haben möchtet. Es ist auf jeden Fall unten ein Bestelllink in der Infobox drinnen, über den könnt ihr bestellen.
Ja, am besten du kontaktierst mich per E-Mail oder auch ja, über Facebook, Instagram, über die Kanäle, die halt unten angegeben sind. Und ja, dann erstellen wir einen Party-Link für dich und du kannst dir tolle Prämien ersammeln. Wäre ja schade, wenn das irgendwie verloren geht. Na gut, ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also es wird keine 14 Tage mehr dauern, bis ich das nächste Mal da bin. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.